Lektion 26. Details über Numerus und Person. Unbestimmte Pronomen. Adverbien. 26.1. Koordination von Nomen und Pronomen. Wenn im Englischen ein Nomen und ein Pronomen in der ersten oder zweiten Person in Koordination, Abstimmung als Subjekt erscheinen, wird das Verb in den Plural gesetzt. Zum Beispiel, Peter und ich sind. Unter diesen Umständen verwendet Navatl ein ziemlich anderes Verfahren. Nur das Nomen wird ausdrücklich erwähnt, und das andere Subjekt, das Pronomen im Englischen, wird lediglich in der Person angedeutet, die für das Pluralverb verwendet wird. Wörtlich, Peter, wir sind. Navatl Teil. Peter und ich begrüßten uns gegenseitig. Wörtlich, Peter, wir begrüßten. Navatl Teil. Sein Ehepartner und er werden morgen ankommen. Wörtlich, sein Ehepartner, sie, Plural. Navatl Teil. Haben eure Ehepartner und ihr bereits gegessen? 26.2. Nomen in der ersten und zweiten Person. Wir haben gesehen, dass ein Nomen als Subjekt oder Objekt in dem Verb dargestellt wird, durch ein dritte Person-Präfix. Es gibt auch Ausdrücke, in denen das Nomen verwendet wird, in Verbindung mit einem Subjekt oder Objekt, in der ersten oder zweiten Person, wobei das Nomen das entsprechende Präfix annimmt, für diese Person. Die wörtliche Übersetzung ist: Ich, der ich bin, X. Du, der du bist, X. Navatl Teil. Was sollen wir, die, armen Schlucker, bloß essen? Navatl Teil. Ich, Moctezuma, bin der Anführer über Mexiko. Navatl Teil. Schreit, Plural, nicht, ihr die ihr seid, Kinder. Navatl Teil. Gestern habe ich dich, du der du bist, Peter, nicht gesehen. Wie man sieht, wird diese Verwendung im Englischen dargestellt, in der ersten und dritten Person, mit einem Nomen, das eine Hinzufügung zu dem Pronomen ist. Das heißt, das Nomen wird neben dem Nomen dargestellt, dem es gleichwertig ist. Und in der zweiten Person entspricht es einem Vokativ. Das heißt, der Form, mit der die Person angesprochen wird, zu der gesprochen wird. Hinweis: Regelmäßige Nomen ohne Subjektpräfixe können betrachtet werden wie mit der Nullmarkierung versehen, das dritte Person-Subjekt. Daher tun sie einfach darstellen ein spezielles Beispiel, bei weitem das häufigste, dieses Phänomens. Und die wahre Bedeutung von zum Beispiel, Navatl Teil, wäre: Ich sehe sie, Singular, sie, die eine Frau ist, oder ich sehe diejenige, die eine Frau ist, was unsere Analyse der Betonung in 2.8 bestätigt. 26.3. Numerus Übereinstimmung bei nebeneinander stehenden Nomen. Bei der Koordination durch einfache Nebeneinanderstellung, siehe 14.1, muss bei allen Elementen dasselbe Subjektpräfix verwendet werden. In der ersten und zweiten Person Plural, um zu sagen, wir sind, ihr seid, X und Y, wobei die eine Person X ist und die andere Person Y ist, sind zwei Ausdrücke verfügbar, die beide paradox, widersprüchlich, erscheinen. Ich bin X, ich bin Y, oder du bist X, du bist Y, auch wenn X und Y zwei verschiedene Personen darstellen. Wir sind X, wir sind Y, oder ihr seid X, ihr seid Y. In der zweiten Konstruktion müssen beide Nomen im Plural sein, als eine Folge, Konsequenz, der Pluralsubjektpräfixe, auch wenn jedes Nomen nur gilt für eine einzige der in dem Subjektpräfix dargestellten Personen. Somit. Navatl Teil. Wir sind deine Mutter und dein Vater. Wörtlich,
Ich bin deine Mutter, ich bin dein Vater. Navatl-Teil. Wir sind deine Mutter und dein Vater. Wörtlich, wir sind eure Mütter, eure Väter. Navatl-Teil. Höre auf uns, deine Mutter und deinen Vater. Wörtlich, ich, der deine Mutter ist, der dein Vater ist. Navatl-Teil. Höre auf uns, deine Mutter und deinen Vater. Wörtlich, wer eure Mütter sind, wer eure Väter sind. 26.4 Navatl-Teil. Navatl-Teil, wie wir, einer von uns, einer von unseren. Das die Besonderheit hat, als ein erste oder zweite Person Singular oder Plural, fungieren, funktionieren, zu können, tut im Allgemeinen, Navatl-Teil, vorausgehen. Navatl-Teil. Du bist einer von uns. Sprichst du nicht Navatl? Navatl-Teil. Diese Leute sind wie wir. Hinweis. Parati. Bestätigt offen, dass diese Form das ist, was diese zu sein scheint, nämlich das unabhängige erste Personpronomen, Navatl-Teil, plus das entsprechende Subjektpräfix, und somit bedeutet es wörtlich, wir sind uns. Parati. Zitiert ein Beispiel, das schließen lässt auf den Ursprung der scheinbar seltsamen Verwendung dieser Form, im Zusammenhang mit der zweiten und dritten Person. Als die Mexikaner in dem Tal von Mexiko ankamen, sagte der Anführer von Azcapotzalco zu seinen Beratern. Navatl-Teil. Fußnote 1. Die Mexikaner sind wie wir. Wir verstehen sie, Plural. Wörtlich, wir hören sie in der Sprache. Fußnote 1. Diese Form wird manchmal verwendet anstelle von Navatl-Teil. Wenn wir diesen Satzteil im Lichte von 26.1 betrachten, können wir den ersten Nebensatz annehmen, um zu meinen, die Mexikaner und wir sind uns. Das heißt, die beiden Gruppen, wir, unausgesprochen belassen, außer in dem Subjektpräfix, und die Mexikaner, bilden zusammen die Gruppe, uns. Das heißt, der Sprecher und die anderen, denen er zugeordnet wird. Wo die Bedeutung zu diktieren scheint, ihr seid wie wir, ist vermutlich die zweite Person mit inbegriffen, in dem inklusiven, einschließenden, erste Person Plural Subjektpräfix. Das heißt, wenn der Satzteil in einem Kontext verwendet wird, der übersetzt werden würde mit, ihr seid wie wir, bedeutet das, wir, in, Navatl-Teil, wir plus ihr, Plural. 26.5 Navatl-Teil. Das Suffix, Navatl-Teil, wird hinzugefügt zu Nomenwortstämmen, wie zum Beispiel, verkleinernde, diminutiv, und vergrößernde Endungen, siehe 12.1, mit der Ausnahme, dass das Ehrende, Navatl-Teil, auch zu ihm hinzugefügt werden kann. Das Nomen, zu dem dieses Suffix hinzugefügt wird, befindet sich immer in der Possessivform, und die neue Form tut andeuten, dass die Person, auf die es sich bezieht, das heißt, das Subjektpräfix, dem Besitzer ähnelt, weil sowohl der Besitzer als auch das Subjekt zu der Kategorie gehören, die durch das Nomen vorgesehen, benannt, ist. Vergleiche das englische Präfix co in co-owner mit Eigentümer co-defendant mit Angeklagter oder joint Verbindungsstelle bei joint authors mit Autoren. Navatl-Teil. Diese Person ist arm, genau wie ich. Wörtlich, ist meine mitarme Person. Navatl-Teil. Diese Person ist ein Priester, genau wie wir. Ist unser Mitpriester. Navatl-Teil. Diese Leute sind Bauern, wie ich. Sind meine Mitbürger. Das Suffix,
Navatl-Teil kann direkt hinzugefügt werden zu einem Possessivpräfix mit der Bedeutung ähnlich zu wie Navatl-Teil. Wer kann der Gleichgestellte von Gott sein? 26.6 Ein Mann, eine Frau. Männer sagten nicht, ein Mann, sondern einer von uns Männern. Und wenn sie eine Frau ansprachen, würden sie nicht sagen, eine Frau, sondern eine von euch Frauen. Diese Formulierung, Redewendung, ist derselbe Partitivausdruck, eine Konstruktion, die sich nur auf einen Teil eines Ganzen bezieht, den wir in 7.4 gesehen haben, außer dass Navatl-Teil gesagt wird und nicht Navatl-Teil. Navatl-Teil. Du wirst einen Mann dort treffen. Gesprochen von einem Mann. Navatl-Teil. Du wirst eine Frau dort treffen. Gesprochen von einem Mann zu einer Frau. Frauen hingegen würden einfach sagen. Navatl-Teil. Es ist natürlich auch möglich zu sagen. Navatl-Teil, siehe 26.5. 26.7. Zusammen, füreinander. Um auszudrücken, zusammen, wird Gebrauch gemacht von Navatl-Teil, wenn es sich um zwei Personen handelt, oder Navatl-Teil, wenn es sich um mehr als zwei Personen handelt. Diese Formen können absolut verwendet werden, das heißt, für sich allein, als Adverbien. Navatl-Teil. Sie leben zusammen, beide von ihnen. Navatl-Teil. Sie leben zusammen, alle von ihnen. Diese Wörter werden jedoch am häufigsten verwendet mit den Possessivpräfixen, und diese haben eine ährende Form, die endet auf Navatl-Teil. Navatl-Teil. Lasst uns beide gehen. Navatl-Teil. Lasst uns alle zusammen gehen. Navatl-Teil. Beide von ihnen kamen zusammen, ährend. Ein verwandtes Konzept im Navatl beinhaltet Gegenseitigkeit. Dieser Begriff bedeutet, dass die Individuen, die ein Pluralsubjekt bilden, auf andere Mitglieder dieser Gruppe einwirken, anstatt dass jeder auf sich selbst einwirkt. Im Englischen würde, sie lieben sich selbst, normalerweise bedeuten, dass jeder sich selbst liebt, während, sie lieben sich gegenseitig, die wechselseitige Bedeutung vermittelt, dass jeder den anderen liebt. Das Navatl reflexiv tut beide Situationen abdecken und ist daher potenziell mehrdeutig. Fußnote 2. Daher ist es manchmal notwendig, die beiden Verwendungen zu unterscheiden. Fußnote 2. Navatl-Teil ist nicht zwingend erforderlich. Im folgenden Beispiel würde Navatl-Teil allein bedeuten, wir streiten, argumentieren, miteinander. Aber Navatl-Teil verstärkt die wechselseitige Natur der Handlung und schließt jede reine Reflexivinterpretation aus. Dieser Kommentar gilt auch für Navatl-Teil. Siehe Abschnitt 26.7. Navatl-Teil kann in ein Verb eingegliedert werden, das die Reflexiv-Objektpräfixe annimmt, um ihm eine wechselseitige Bedeutung zu geben. Navatl-Teil. Wir streiten alle miteinander. Navatl-Teil. Es gibt eine allgemeine Auseinandersetzung, Diskussion. Navatl-Teil kann nicht in ein Verb eingegliedert werden, aber Navatl-Teil kann mit derselben Bedeutung wie Navatl-Teil eingegliedert werden. Es ist auch möglich, Navatl-Teil adverbial zu verwenden, als ein eigenständiges Wort. Navatl-Teil. Wir begrüßen uns gegenseitig. Navatl-Teil. Wir begrüßen uns gegenseitig. 26.8. Unbestimmte Pronomen und Adverbien. Ein einfaches Interrogativ wird durch das Hinzufügen des Suffix Navatl-Teil umgewandelt in das entsprechende unbestimmte Wort. Navatl-Teil.
Einmalig. Jemals. Entspricht, Navattelteil. Navattelteil. Irgendwo. Entspricht, Navattelteil. Navattelteil. Irgendjemand. Entspricht, Navattelteil. Navattelteil. Fußnote 3. Irgendwas. Entspricht, Navattelteil. Fußnote 3. Es ist wahrscheinlich, dass Navattelteil die unbestimmte Form ist, die Navattelteil entspricht und somit ursprünglich bedeutete. Irgendwie, auf irgendeine Weise. Beachte die kurzen Vokale in den anderen unbestimmten Formen, im Gegensatz zu den langen Vokalen in den Interrogativen. Die Beziehung zwischen Navattelteil und Navattelteil ist die einzige, die morphologisch unregelmäßig ist. Die unbestimmten Formen werden selten verwendet, in regelmäßigen bejahenden, Bestätigung, Aussagen. Diese erscheinen normalerweise in den folgenden Kontexten. In Fragen. Navattelteil. Hast du irgendwas gesehen? Navattelteil. Hast du mein Kind irgendwo gesehen? In Aussagen, die entweder eine Verneinung, Negation, enthalten. Navattelteil hat dann dieselbe Bedeutung wie Navattelteil und Navattelteil dieselbe wie Navattelteil und so weiter. Navattelteil. Ich bin noch nie betrunken gewesen. Wörtlich, nicht zu irgendeinem Zeitpunkt. Navattelteil. Niemand weiß es. Oder, Navattelteil, vielleicht. Navattelteil. Vielleicht ist schon jemand da. Mit dem Optativ oder dem Vetitiv. Und auch in konditional, bedingten, Ausdrücken, wie wir in Lektion 34, sehen werden. Navattelteil. Geh irgendwo hin. Das heißt, woanders hin. Navattelteil. Erzähle es niemandem. Vorsicht beim Erzählen von Navattelteil und Navattelteil können auch einen Plural haben, der endet auf Navattelteil. Navattelteil. Vielleicht werden einige Leute etwas sagen. Navattelteil. Sind wir etwas? Nein, wir sind nichts. Navattelteil und Navattelteil überschneiden sich nicht mit Navattelteil und Navattelteil. Die unbestimmten Präfixe, die nicht denselben Einschränkungen unterliegen wie die Pronomen, in Bezug auf die Art der Aussagen, in denen diese erscheinen können, geben oder erwarten keine Informationen über das Objekt. Während Navattelteil und Navattelteil in der Regel eine spezielle Person oder Sache darstellen, die der Sprecher nicht willens ist zu identifizieren oder nicht identifizieren kann oder über den, was, Informationen gesucht werden. Vergleiche. Navattelteil. Hast du gegessen? Navattelteil. Hast du irgendwas gegessen? In der ersten Frage spielt es keine Rolle, macht es keinen Unterschied, was gegessen wurde, denn der Kern der Frage ist, ob man Hunger hat oder nicht. Die zweite Frage könnte sich beispielsweise auf die verfügbaren Lebensmittel beziehen, wobei die erwartete Antwort sowas ist wie: Ja, ich habe so und so gegessen, oder Nein, ich habe keines davon gegessen. Eine nähere Übersetzung des Navattel in der zweiten Frage wäre: Gibt es etwas, das du gegessen hast, oder noch weniger muttersprachlich, ist das, was du gegessen hast, irgendwas? Bis zu einem gewissen Grad kann der Unterschied ausgedrückt werden, wenn das Einzelwort Quasipronomen, etwas, das Navattelteil darstellt, und der Zwei-Wörter-Satzteil, irgendeine Sache, das heißt, eine gewisse spezifische, aber unbekannte, unbenannte Sache, verwendet wird für Navattelteil.
Die grundlegende Bedeutung von Navatl-Teil und Navatl-Teil ist jeweils irgendjemand sein und irgendwas sein, und aus diesem Grund werden diese in Ausdrücken gefunden, die Existenz andeuten. Wenn diese Formen verwendet werden mit einem Possessivnomen, ist eine mögliche Übersetzung das englische Verb haben. Das Subjekt ist dann der Besitzer im Navatl. Navatl-Teil. Hast du Geld? Wörtlich, ist dein Geld irgendwas? Navatl-Teil. Nein, ich habe kein Geld. Wörtlich, nein, mein Geld ist nichts. Navatl-Teil und Navatl-Teil können voreinnommen gestellt werden, mit einer Bedeutung, die der von Navatl-Teil nahe kommt. Irgendein, irgendwas, ein gewisser, ein gewisses, einiges. Navatl-Teil. Ist dir was Schlimmes passiert? Hat sich bei dir was Schlimmes angestellt? Navatl-Teil. Vielleicht wird dich irgendein Arzt heilen. 26.9. Navatl-Teil. Navatl-Teil und Navatl-Teil haben keine entsprechende unbestimmte Form vom Typ Navatl-Teil, aber diese können selber verwendet werden, mit einer unbestimmten Bedeutung, in gewissen Beispielen. Navatl-Teil. Ich habe irgendeine Kaktusfeige gegessen. Die unbestimmte Entsprechung zu Navatl-Teil ist in der Regel Navatl-Teil, manchmal, an gewissen Momenten, zu bestimmten Zeiten. Obwohl manchmal Navatl-Teil verwendet wird, in der Bedeutung von Navatl-Teil. Navatl-Teil, wie unbestimmt, Navatl-Teil und Navatl-Teil kann in jeder Art von Aussage erscheinen, ohne die Einschränkungen, die den unbestimmten Formen in 26.8 auferlegt wurden. Insbesondere kann Navatl-Teil in dem Hauptteil des Satzes erscheinen. Ebenso kann es Navatl-Teil nur selten. Navatl-Teil. Es gibt Zeiten, in denen du mich wirklich störst. Navatl-Teil. Nur selten kommt er zu mir. 26.10. Navatl-Teil. Navatl-Teil bedeutet nur und unterscheidet sich von Navatl-Teil, siehe 25.11, durch die folgenden Eigenschaften. Es ist kein Quantor. Sein Plural ist Navatl-Teil. Es hat kein Possessivpräfix, sondern tut die Subjektpräfixe annehmen und kann als ein Prädikat verwendet werden. Zum Beispiel, Navatl-Teil, ich bin allein. Bei der Verwendung mit einem Verb hat es nicht genau dieselbe Bedeutung wie Navatl-Teil. Während Navatl-Teil andeutet, dass die betreffende Person oder Sache etwas selber tut oder erfährt und ohne andere tut, Navatl-Teil andeuten, dass er etwas tut oder erfährt, was die anderen nicht tun. Der Satzteil mit Navatl-Teil könnte wiedergegeben werden als: Er werbt ganz allein. Und der Satzteil mit Navatl-Teil könnte wiedergegeben werden als: Er, es, ist der Einzige, der werbt. Vergleiche das Folgende. Navatl-Teil. Ich bin ganz allein gekommen. Und niemand hat mich begleitet. Navatl-Teil. Ich bin der Einzige, der gekommen ist. Mit der möglichen Schlussfolgerung, dass die anderen nicht kommen konnten. Weitere Beispiele. Navatl-Teil. Das ist das Einzige, was ich dir erzähle, sage. Navatl-Teil. Du bist der Einzige, der es weiß. Du alleine weißt es. Navatl-Teil könnte in diesen beiden Fällen kaum verwendet werden. Der Unterschied ist jedoch manchmal sehr gering, und es passiert, dass der eine oder andere ohne Unterschied verwendet worden sein könnte. Somit findet sich bei einem Autor
Simal Pachin. Siebter Band, der folgende Satz. Navatl-Teil. Im Blumenkrieg, die einzigen, die starben, waren die gewöhnlichen. Und nur wenige Seiten später findet sich dieselbe Aussage mit Navatl-Teil anstelle von Navatl-Teil. Beachte den Satzteil, Navatl-Teil, ein einziges Mal, es ist das einzige Mal. Navatl-Teil. Es ist das einzige Mal, dass ich losging, um ihn zu begrüßen. 26.11 Navatl-Teil. Navatl-Teil, so, solch. Erscheint nur in dem Interrogativ, Navatl-Teil, wie was, von welcher Art. Es wird im Allgemeinen als ein einziges Wort geschrieben, wenn es sich auf jemanden bezieht in der dritten Person, aber in anderen Personen können gespaltene Formen gefunden werden, wie Navatl-Teil, was bist du, was ist deine Natur? Der Plural ist Navatl-Teil, die ehrende Form ist Navatl-Teil und es gibt auch einen Lokativ, Navatl-Teil. Navatl-Teil. Was für eine Art von Menschen sind diese? Navatl-Teil. Was ist die Natur Gottes? Wie ist er für einer? Navatl-Teil. Wie ist es so an deinem Ort? Wie ist es so bei dir? 26.12 Navatl-Teil. Anstelle von Navatl-Teil, siehe 4.4, befinden sich die folgenden Formen. Navatl-Teil. Wer sind wir? Navatl-Teil. Wer seid ihr? In der dritten Person Plural erscheint die erwartete Form Navatl-Teil in einer festen, fixierten Form, in einem Wort geschrieben als Navatl-Teil, als der Plural von Navatl-Teil, siehe 4.4. Die Frage, wer sind Sie, hat im Allgemeinen die Formen Navatl-Teil oder Navatl-Teil. Es gibt keine Singularformen, die dem Folgenden entsprechen. Navatl-Teil. 26.13 Navatl-Teil. Diese sind ziemlich seltene Interrogativformen, mit eng verwandter Bedeutung. Navatl-Teil, das morphologisch verbunden ist mit den Personalpronomen vom Typ, Navatl-Teil, bedeutet, welches, in Bezug auf die anderen. Während Navatl-Teil eine Antwort sucht, in der auf was hingewiesen, hingezeigt, wird. Die Übersetzungsmöglichkeiten ins Englische sind daher ziemlich vielfältig. Welcher ist, was ist, wo ist? Navatl-Teil ist der einzige regelmäßige Plural für alle drei Formen. Navatl-Teil. Es gibt hier viele Häuser. Welches ist deines? Navatl-Teil. Welche sind deine Länder, Äcker? Navatl-Teil. Wo bist du? Navatl-Teil. Welche sind deine Freunde? Wo sind deine Freunde? Übungen. A. Übersetze ins Englische. Navatl-Teil. 1. Wir Gewöhnlichen sind sehr unglücklich. 2. Es ist nicht nur das Gute und das Gerechte, was Gott liebt. 3. Wie ist der Mais so, an deinem Ort? 4. Ich bin nie nach Mexiko gegangen. Was ist mit dir, warst du jemals dort? 5. Einige, von uns, Männer, wurden im Krieg getötet. 6. Wir Sterblichen sind Sünder. 7. All die Gewöhnlichen sind arm, so wie ich. 8. Moctezuma ist ein König, genauso wie der König von Spanien. 9. Er und sein Ehepartner lieben sich sehr. 10. All die Kinder haben zusammen gesungen. 11. Wir halfen uns gegenseitig. 12. Ich habe kein Geld genommen, nur einige Kaktusfeigen und sonst nichts. B. Übersetze ins Navatl. Navatl-Teil. 1.
Ich liebe euch, zwei, meinen älteren Bruder und meinen jüngeren Bruder. Zwei. Wir Mexikaner und Otomi sind von hier, haben unser Zuhause hier, ihr Spanier seid nicht wie wir. Drei. Verzeiht mir, dass ich was falsch gemacht habe. Der eine nicht gute Sache getan hat. 4. Ich und meine beiden Mitgefangenen, solche wie ich, sind entkommen. 5. Sind die Spanier nicht wie wir, aus Fleisch und Blut wie wir, Sünder wie wir? 6. Hast du schon jemanden gesehen? Nein, ich habe noch niemanden gesehen. 7. Willst du noch was? Nein, nichts mehr, also gib dies jemand anderem. 8. Wo seid ihr? Zeigt euch. 9. Ich bin der Einzige, der Spanisch, die Sprache von Spanien, spricht, in unserer Stadt. 10. Die beiden Feinde haben sich gegenseitig getötet. 11. Wie ist Truthahnfleisch so? Sehr gut. 12. War jemals jemand dazu in der Lage, dies zu tun? Hat das jemals jemand geschafft? Ich für meinen Teil habe es getan, aber nur selten. Adjektive und Pronomen. Fußnote 4. Fußnote 4. Es sind alle zusammen aufgelistet, aber sie können eindeutig in Unterkategorien unterteilt werden.